In den ersten drei Kapiteln im Epheserbrief hat Paulus den Gläubigen in Ephesus die Berufung, zu der sie und mit ihnen auch jeder Christ berufen ist, geschildert. Es ist die höchste und wunderbarste aller möglichen Berufungen für einen Menschen. Die Berufung beschreibt die Bestimmung, die Gott dem Menschen gegeben hat. Sie beschreibt das Ziel. Das Ziel, auf das der Mensch hinsteuert. Sie ist Sinn und Zweck des Lebens. Deshalb kann es ohne die Berufung, die von Gott festgesetzt und geschenkt wird, keinen Lebenssinn geben. Menschen, die die Berufung Gottes nicht kennen oder ablehnen, haben deshalb auch keinen Lebenssinn. Sie können kein Lebensziel und keine Bestimmung für ihr Leben erkennen. Ihr Leben bleibt für sie ein Rätsel ohne Sinn. Das macht viele Menschen krank, depressiv und verzweifelt. Denn der Mensch ist mit dem Grundbedürfnis geschaffen worden, dass sein Leben auf ein hohes, ewiges Ziel ausgerichtet ist. Er ist ständig auf der Suche nach der Lebensbestimmung oder nach der göttlichen Berufung für sein Leben und kann nur dann zur Ruhe kommen und ein erfülltes Leben führen, wenn er diese Berufung erkannt und angenommen hat. Nun, was diese Berufung beinhaltet, hat Paulus uns in den ersten drei Kapiteln des Briefes erläutert. Er sagte, dass schon ehe der Welt grundgelegt war, Gott uns dazu erwählt hat, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Er hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein durch seinen Sohn Jesus Christus. In Jesus hat er uns auch vorherbestimmt, seine Erben zu sein und so etwas zum Lob seiner Herrlichkeit zu werden und das für alle Ewigkeit. Und jetzt sagt er in Kapitel 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Lebt entsprechend. Was dieser Appell des Apostels deutlich macht, ist eine sehr wichtige und entscheidende Tatsache. Das Christentum ist keine Philosophie. Der christliche Glaube ist kein religiöses System, das theoretische Glaubensgrundsätze anbietet. Der christliche Glaube ist eine Überzeugung, die alle Bereiche des menschlichen Lebens durchdringt, verändert und gestaltet. Gott ist an echter Lebensveränderung interessiert. Und diese Lebensveränderung muss authentisch gelebt werden. Man wird uns als Christen nicht an unseren Glaubensgrundsätzen erkennen, nicht an den schönen Gottesdiensten, nicht an den perfekt ausgearbeiteten Predigten, sondern an unserem praktischen Leben. Des Evangeliums würdig zu leben, bedeutet den christlichen Glauben Tag für Tag glaubwürdig vor den Augen der Welt in die Tat umzusetzen.